Mathe-Kindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Gerne. Dann komm. Jetzt gehen wir krass shoppen. Was? Keine Ahnung. Ich muss mich eh umziehen. Ich halte das nicht aus. Das ist gerade ganz schlimm für mich. Bah, in Claw City ist es immer so schrecklich staubig. Ach, das hält doch kein Mensch aus. Aber gut, einigen wenigen Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. Okay. Okay. Aber jetzt werde ich mich nochmal ganz schnell anziehen. Und dann werde ich euch richtig gebührend zu der Folge begrüßen. Einen Moment bitte. Bist du hier, um zu gaffen? Erfreu dich meinen Anblick jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Eigentlich schon. Ja, ich wollte mich eigentlich umziehen. Ich wollte eigentlich gerade zur Boutique laufen, um mich umzuziehen, wie ich es euch versprochen habe. Und euch dann gebürtig zur Folge begrüßen, aber jetzt wurde ich hier von Betis aufgehalten. Leute, das funktioniert so nicht. Aber was heißt drum? Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Yay. Vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal, mich umzuziehen, aber vielleicht nicht mehr in dieser Folge. Gut. Und schon wirst du wieder kleinlaut. War ja von einem miserablen Trainer wie dir zu erwarten. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden. Für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Oha, wen haben wir denn da? Das ist ja mal ein strahlendes Pink. Was? Ich bin viel pinker. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und ein bisschen verschroben ist ja auch. Das Zeug von Charakter. So mag ich das. Hm? Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte was? Pink! Pink! Von Kopf bis Fuß pink! Herzlichen Glückwunsch, Jungschen. Was? Ich bin auch pink, von Kopf bis Fuß. Was soll das? Guck mal, hallo? Ich meine, please? Please? Hallo? Okay, das ist gerade ein bisschen beleidigend. Sie sind doch Papela, nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olivia hat es schamlos ausgenutzt, um dich Wunschsterne für sie sammeln zu lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ah, die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jungchen? Ob ich das kann? Ist das eher ernst? Stellen Sie etwa mein Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Chichester weiterreisen. Mhm. Aber ich bin doch pink. Ich bin doch pink. Okay, gut, alles klar. Dann werde ich mich jetzt einfach mal endlich umziehen. Dann bis gleich. Bam. Und hiermit hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich jetzt etwas umgezogen, etwas umgestylt. Oh, yes. Ja, so viel dazu. Nichtsdestotrotz, trotz müssen wir zu Route 7. Hier geht es eigentlich meinem Pokémon gerade so. Das war jetzt knapp vorbei. Wir müssen aber eh zu Route 7. Also erstmal nach Claw City, genau. Fliegen wir mal ganz schnell hin. Und dann schaue ich direkt mal, wie es meinem Pokémon so geht. Seid ihr alle noch fit? Perfekt. Okay. Wow, sie lässt ja die... Bricht ja richtig nach vorne. So awesome. Sollte vielleicht mal ein bisschen kämpfen. So. Perfekt. Machen wir das mal so. Alles klar, und nun geht's rüber, hinüber, ja, auf Route 7. Da bin ich mal gespannt. Oh, hier glitzert was. Eine Kapsel Angriffsplus, das ist ja super. So, los geht's aber.
Ich kann übrigens irgendwie auch irgendwie mein Outfit beim Radfahren verändern. Ich glaube, das geht in der Naturzone. Das muss ich auch mal noch machen. Aber jetzt reden wir erstmal also mit Sania. Sania, hi. Was geht? Hallo, na, wie geht es voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Passback jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken. Oder wo sie sich heute aufhalten. Ah, so vieles ist noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer Nicht schon wieder. Was um alles in der Welt war das? Das war das Geräusch eben, das kam aus dem Chlorstadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Eine Energiequelle? Hier, was zum... was ist denn los? Mein Energiequellendetektor schlägt aus. Sollte es etwa heißen, dass man hier Pokémon dynamixieren kann? Sanya, Yumi, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sich mitten in Claw City ein Pokémon dynamixieren. Im Ernst? Das sollte ich Rose besser mitteilen. Gute Idee. Und ich komme mit, sonst verläufst du dich wieder. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena-Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Sirchester vielleicht, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Oh, Lidness Hop. Hey, Yumi! Juhu! Hier ist aber was los. Na dann, was gibt's denn, Hop? Dieser Wald und Papellas Fragen waren viel zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander, aber zum Glück habe ich dich hier endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Na sicher, Bruder, dann machen wir das morgen. Ich renne ja schon los. Steck sogar auf mein Rad und renn radellos. Lalalalalalala, vielleicht liegen hier Items versteckt. Ich gucke gerade, ob irgendwas glitzert. Nein, aber ich sehe einen Hop. Hi. Yumi, wenn ich stark genug werden will, um The Lion einzuholen, dann darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Du weißt sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Naja, das hast du eben schon gesagt. Von daher, los geht's. Alles klar, Hop. Hau raus. Er hat 5 Pokémon. Trombo. Hallo, guck mich an. Ich bin ganz so awesome. Hallo, guck mich an. Also gut, dann schauen wir mal, wozu mein aktuelles Team in der Lage ist. Gut, dann hau ich mal Zornklinge raus, ne? Ich glaube, das Ding ist von 2 Typ Geist, deswegen sind alle anderen Attacken nicht so gut. Ja, halt, das ist nicht von Typ Pflanze? Was bist du denn für einer? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, Tromburg, was ist denn ein? Warte mal. Jetzt muss ich hier mal einen krassen Pokédex anschmeißen und checken, was Tromburg für ein Pokémon ist. Ich bin jetzt irgendwie auf Pflanze Geist getippt. Tromburg ist vom Typ Geistpflanze. Hä? Hab ich mich verguckt? Macht da nicht Zornklinge viel Schaden? Weil Käfer und so? Volltreffer? Anscheinend hat Geist, kommt Geist ganz gut mit Käfer zurecht, kann das sein? Na gut. Dann ist dem halt so. Vielleicht schaffe ich es noch einmal, Zornklinge reinzuballern. Wir schauen mal. Ah, ist ja awesome. Ist natürlich mal wieder total awesome. Und ballert. Tschüssi. So, was kommt als nächstes? Huiuiui. So, ein Relaxo. Na, dann bleiben wir auf jeden Fall drin. Wenn nicht hier, ne? So, dann zur Trümmerer. Find so awesome. Nicht mal verwirrt, ist perfekt. Hau rein. Perfekt. Den Kampfstil bin ich irgendwie an dem von meinem Bruder. Body Slam.
Ja, ich hab schon Dämme in die Fresse gekommen, hier. Autsch. Das ist Relaxo, das weiß ich, wie man kämpft. Was ist das überhaupt für ein Level? Oh, relativ nah an meinem. Oh, eine Verteidigung sinkt. Oh, pass auf. So awesome. Er hält durch. Gerade so. So awesome, du bist awesome. Jetzt hau noch ein Zertrümmerer rein und dann wechsle ich dich aus. Dann hast du da deine Pause redlich verdient. Okay. Oh, und ein Level-Up kriegst du auch noch reingeballert. Perfekt. Was kommt als nächstes? Ein Phonifraß. Eklig. Ich nehme... Ich weiß gerade gar nicht. Phil? Wir gucken mal. Phil, du brauchst ganz dringend eine Entwicklung. So. Schauen wir mal, was wir jetzt hier machen können. Eigentlich gar nicht mal so viel. Wir schauen einfach mal. Wir machen das Beste draus. Ich auch mal irgendwie so aus wie ein Wasser-Pokémon. Das wäre ganz cool. Mensch, Phil, du haust ja gerade richtig raus. Oh yes. Schlitzer. Hui. Das hat richtig reingehauen. Hätte ich nicht gedacht. Ah. Sehr schön. Und weg ist er. So, was kommt als nächstes? Ich bin bereit. My body is quasi ready. Oh, Bongo Rush auch noch ein Level up. Perfekt. So, was kommt jetzt? Elektro. Ha! Elektro ist so verdammt süß. Das tut schon fast weh, so süß ist das. Ich habe schon überlegt, ob ich Niki rausnehme, mit der Kyoto reinnehme oder mit dem Elektro drin habe. Oh, ich weiß nicht, das werde ich gleich sehen. Es ist, ich liebe diesen Blick. Oh Gott, ich liebe es. Es ist einfach wundervoll. Sorry, Elektro. Irgendwie auch komisch, dass ich mein Psycho vielen Pokémon nehme, um Bodenattacken einzusetzen. So, Inteleon. Und dann... Bongo. Warum nicht, ne? Starter gegen Starter. Bam. Nee, es geht hier bei einem Aufholsieg, nachdem man im Rückstand war. Ja, das würde ich gerne sehen. Das war bei meinem Fädenkampf so, eindeutig. Also da, das sah es echt lange übel für mich aus. Und dann habe ich es noch irgendwie geschafft zu wenden. Ich hatte noch mein Ass im Ärmel. Also Niki hat er dann noch richtig gerockt am Ende. Geil. Und einfach weggebamst. Niki versucht Gift-Hieb zu erlernen. Interessant, schauen wir mal. Und der Anwender greift mit giftigen Gliedmassen wie Tentakeln oder Armen an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet. Das klingt doch super. Und auch viel besser als Säure. Säure ist echt schwach. Niki, hättest du das nicht eher lernen können, dann wäre das wäre das nicht ganz so knapp geworden. Aber naja, wir haben es oder so in der Arena geschafft. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können meine Pokémon natürlich auch nicht voll aufdrehen. Schön, dass du es merkst. Gut gemacht, Hopp. Weißt du, bevor wir in unserem Abenteuer gestartet sind, naja, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Delion einfach nur ein strahlender Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mach noch schnell dein Team wieder fit. Oh, danke. So, ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will Delion in Unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mir den Arena-Orden in Sir Chester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Sind wir erstmal über Route 7. Route 7. Ein Tentula und eine Trulla, die kämpfen will. Was haben wir denn mal in der Spitze Schönes? Na okay, lass mal. So awesome. Hallo? Hey, drehst du dich nicht weg von mir? Als Model bin ich Expertin darin, die Vorzüge meiner Partner ins Rampenlicht zu stellen.
Oh, ich bin nämlich Felicity. Ein Model, das nur auf einer Seite Haare hat, weil das in ist. Ja, das ist in. Soos. Das ist natürlich jetzt denkbar unpraktisch. Oh, yeah. Okay, Hey, Phil. Nee, am Ende macht das eine Fehlattacke. Hey, Kitsune. Pollenknödel. Das klingt ja süß. Das ist nicht sehr effektiv. Naja, es vermutlich auch in eine Pflanzenattacke. Vermute ich, denke ich. Weiß ich leider nicht. Na dann, einmal Flammenwurf. Oh. Das ist eine coole Animation. Aber eine fiese Attacke, vor allem wenn sie trifft. Au. Ach, Kitsune. Lass dich doch nicht so von einem kleinen Käfer vorführen. Das ist echt peinlich. Mit ihrem Pollenknödel. Hör doch auf mit dem blöden Pollenknödel. Der macht echt viel Schaden dafür, dass es nicht effektiv sein soll. Das ist nicht so effektiv. Na los, Flammenwurf. Hau es weg. Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh, wieder ganze Level-Ups. Sie lässt ja wieder krass am Leveln, aber okay, ich habe sie ja getauscht. So, und Bodycheck? Nein, nein, nein. Kein Bodycheck. Lass mir lieber. Okay, wie geht's weiter? Ein Hornweiser. Dann bleibe ich einfach mal drin. Vielleicht kann ich schon was dagegen. Oh, Erzwinger. Vorsichtig. Und ins Gesicht. Komm, hau rein. Mach es fertig, Kitsune. Oh, Gott sei Dank. Bevor da noch irgendwas Nervigeres kommen konnte. Okay. Und so außerdem hat er auch bald ein Level Up. Da freue ich mich. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Dankeschön. Und ich bin auf Route 7. Auf Route 777. Ich wollte noch irgendwo ein Item. Das nehme ich mit. Ein Äther. Cool. Hallo, Voltula. Tula. Oh, was wollt ihr schon wieder? Und so singen wir laut und stark. Miss Mary wird der Champ. Hip, hip, hurra. Aha, okay, danke dafür. Gut, dann geht's dann da unten entlang. In ein steiniges Gebiet, würde ich schon fast sagen, ne? Interessant. Gut, aber das erst... Oh, da gibt's auch noch was. Aber das erst in der nächsten Folge. Wenn's da heißt, ihr mit Let's Play Pokémon Schwert. Bis zum nächsten Mal, bye.